Wer? Der eben da mit seinem Moped. Ach, ich habe ihn vorbeigelassen. Aber ja. Sag, guten Morgen, Kapell, und willkommen im Odenwald. Heute dabei der Patte mit der Ducati, der Ausreiter mit seiner XSR und der Axel mit seinem Crosstourer. Und jetzt fahren wir tanken. So machen wir. Ja, den habe ich gesehen. Aber wir wollen nicht zu schnell, glaube ich, oder? Nee, 70, also ja, vielleicht 72. Blitzt noch nichts. Also ich hatte keine 80. War da nicht der Tankstelle immer? Ich mach nach. Ich hab jetzt auch gedacht, die müssen wir langsam kommen. Na ja, gut, in Waldmischelbach. Da habe ich noch 80 Kilometer, da können wir ja noch mal über mehr Richtung denken. Ja, Waldmischelbach finden wir eh was. Ja. Gut. Bitte? Ein Bananensplit. Ein Bananensplit? Nee. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Bad this time, God. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. War so eine
eigentlich für einen Vatertag angedachte Tour, dass der Ausreiter und der Patte sich gemeldet haben und haben gesagt, ah ja, wir könnten uns ja mal in der Mitte zwischen Stuttgart und Taunus im Odenwald treffen und ein bisschen zusammen Moped fahren. Die zwei hier hinten, die haben sich jetzt mit diesem Mesh-Dingens da connected. Ich bin da ja technisch nicht so versiert. Und da gucken wir mal, was bei denen auch dabei rauskommt für Aufnahmen. So, wie gesagt, wir haben uns über Discord verabredet, hatte das Ganze schon so ein bisschen geplant und haben das dann aber aufgrund von chronischem Zeitmangel meinerseits auf den heutigen Samstag gelegt. Und angefangen hat die ganze Tour an der Grillhütte in Ebersberg, da haben wir uns getroffen. Haben eine kurze Mittagspause gemacht mit Burger und Maultasche und Kaltgetränken und Heißgetränken. So, und dann sind wir mal so ein bisschen durch das kurvige Gedöns hier bis nach Waldmischelbach an die Tankstelle gefahren, weil die zwei Herren mit der größeren Entfernung natürlich auch den leereren Tank hatten. So, und ansonsten im Prinzip war es das auch schon thematisch heute, außer der Tatsache, für was so eine Community doch gut ist. Dass man sich halt mit so Leuten trifft, die man von weit her erkennt oder entfernt kennt oder gar nicht. Den Patte zum Beispiel, den hatte ich ja vorher noch nicht persönlich getroffen. Aber wir haben zumindest schon mal an einem dieser virtuellen Stammtische teilgenommen gemeinsam. Von daher kennt man sich dann halt auch so ein bisschen. Wird natürlich demnächst auf dem YouTube-Kanal von motovlog.de mit Sicherheit irgendwann auch wieder so ein Motovlogger-Stammtisch kommen. So, jetzt muss ich aufpassen, wo ich hin muss. Weil das mit dem Navi hat natürlich auch wieder nicht so funktioniert, wie ich das gewollt habe. Bitte? Der Röhnschrat ist vor uns. Achso. Oder der Thomas. Ja, schöne Autonummer, da hat er recht. Die wollte ich mir eigentlich auch auf die Ducati machen. Diva 92. Ich habe mich dann aber für Ding entschieden. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also beim motovlog.de Stammtisch, der mit Sicherheit irgendwann auch wieder stattfinden wird. Und da könnt ihr dann einige der, den ein oder anderen, wie sagt man da, nicht Aktionär, Aktionisten, Aktion, ja. Teilnehmer, sehen, hören. Ja, also thematisch, wie gesagt, gibt es da heute nicht viel mehr. Ich mache auch heute nur einen Test, also natürlich von dem Röhnschrat Mod. Allerdings habe ich natürlich in der Hetze die ND-Filter vergessen. So, und Faden verloren.
Ach so, ja. Ich will noch das hier neben testen. Das ist dieser Akku, der hier die GoPro antreiben soll. Und ich bin da ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Denn wenn man das Ding einstöpselt und schaltet die GoPro ein und dann schaltet die Batterieanzeige der GoPro auf Plus um. Was so viel heißt wie, ich kriege jetzt Sprit und werde aufgeladen. Wenn man dann aber die Aufnahmetaste drückt, dann zeigt sich der normale Batteriestand. Und wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, ob das Ding jetzt geladen wird oder nicht. Aber das werden wir dann bei der nächsten kurzen Pause sehen. Jetzt sind wir auch schon gleich in Korsika. Wir sind heute nämlich ganz schön schnell unterwegs. Wir sind nämlich gerade an Straßburg vorbeigefahren. Aber wir kommen heute auch noch bis nach Korsika. So, und jetzt sind wir in Schimmel de Woog und es zieht sich zu. Aber es ist nicht so schlimm. Früher, so mit 16, waren wir immer in Hammelbach. Das ist da, wo früher der große Moto Guzzi-Händler war und sonstige Italiener-Händler war, der Zweirad Röth. Da war schräg gegenüber in so einer Seitenstraße war ein Kaffee. Das war beliebt bei Senioren und bei Bikern. Und als junge Kerle waren wir da immer am Wochenende. Und haben dann die große Sprüche gekloppt, wir fahren jetzt nach Straßburg und nach Korsika. Und hat irgendwann mal so ein alter Mann neben dran gehockt und hat gesagt, wie lange fahrt ihr da von hier aus? Und da haben wir gesagt, also Viertelstunde, 20 Minuten. Sein Kommentar war dann, was? So schnell sind die Mopeds heute. Okay, war jetzt kein Schenkelklopfer, aber war halt so ein Schwank aus der Motorradvergangenheit. So, schon sind wir in Korsika. Ja, geil. Von Straßburg nach Korsika 6 Minuten. Bitte? Von Straßburg nach Korsika 6 Minuten. Genau. Machst du wieder ein Selfie? Ja, mach ich. Ja? Ja. So, und hier der Beweis. Wir sind in Korsika. Ja. Fahren wir weiter. Mehr ist es nicht. Geil. Da vorne habe ich ein Schild gelesen, Finkebach, das Arschelstreck. Ha? Wo wir da lang fahren, nur noch an Neckar, oder? You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything you said we'd be, we just traded for us to.